Ich grüße euch, mein Name ist Nikolai Alexander. Der deutschstämmige Bürgermeister der oberschlesischen Stadt Deschowitz ist am 18. Februar diesen Jahres ermordet worden. Dieter Prewding wurde in seinem Haus mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Prewding war der am längsten amtierende Bürgermeister Polens. Er leitete Deschowitz seit 1976 und war seit der Wende 1990 bis zu seinem Tod Bürgermeister. Und er war Mitglied der Partei der deutschen Minderheit. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Hier sehen wir Deutschland und Polen und hier die Verteilung der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Deschowitz liegt ungefähr hier. Der Mord hat möglicherweise einen politischen Hintergrund. In den letzten Jahren setzte sich Prewding für den Ausbau der kommunalen Selbstverwaltungsrechte und einer größeren wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Regionen von Warschau, also eine dezentralere Struktur, ein. Er kritisierte, Warschau würde Mittel aus den Regionen und Kommunen absaugen und diese so wirtschaftlich benachteiligen. Daraufhin wurden Stimmen laut, er würde die deutsche Minderheit zum Separatismus anstiften. Die Junge Freiheit hat berichtet, Prewding sei in letzter Zeit Ziel nationalistischer Pressekampagnen geworden. Im Dezember 2013 habe es eine Demonstration polnischer Nationalisten vor seinem Haus gegeben. Das Deutsche Wochenblatt in Polen, eine Zeitung für die deutsche Minderheit in Polen, vermutet einen gezielten Mordanschlag. Ob es sich tatsächlich um einen politisch motivierten Mord polnischer Nationalisten handelt, ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wie äußern sich die deutsche Presse und deutsche Politiker zu dem Vorfall? Die Antwort ist einfach. Gar nicht. Sie äußern sich einfach gar nicht. Die einzige überregionale Zeitung, die über den Vorfall berichtete, ist die Junge Freiheit. Und die ist noch nicht mal zum Mainstream dazu zu zählen. Darüber hinaus ist noch ein Artikel einer regionalen Zeitung, nämlich der Sächsischen Zeitung, online zu finden. Und das war's. Sonst findet man nur einige vollkommen unbedeutende Seiten oder Blogs, die über den Vorfall berichten. Sonst niemand. Nicht der Spiegel, nicht der Fokus, nicht die FAZ, nicht die Süddeutsche, nicht die Welt, nicht die Zeit, nicht die Bild. Einfach niemand. Und hieran kann man einmal wieder vortrefflich diese totale Gleichschaltung der deutschen Presse nachweisen. Ist dieser Vorfall so unbedeutend, nicht darüber zu berichten? Nein. Vor 2 Jahren wurde ein deutsches Rentnerpaar in Polen ermordet und mehrere Zeitungen haben berichtet. Und das war nur, in Anführungsstrichen, ein gewöhnlicher Mord. Hier dagegen haben wir einen Mord, der möglicherweise ein politischer Mord war, der aber so oder so eine enorme politische Sprengkraft innehat. Ein Mord am ältesten Bürgermeister Polens, einem wichtigen Mitglied der deutschen Minderheit in Polen. Ist das so unbedeutend, dass es nicht wert ist, das wenigstens mit einer Silbe zu erwähnen? An dieser Stelle möchte ich an den Wohnhausbrand in Ludwigshafen 2008 erinnern. Bei diesem Brand kamen 9 Personen ums Leben, und zwar ausschließlich Türken. Rasch wurde ein politisch motivierter Brandanschlag rechtsextremer Deutscher vermutet, sowohl von türkischen als auch deutschen Medien. Monatelang wurde in der deutschen Presse über den Fall berichtet. Zig Politiker besuchten den Brandort und sprachen den Betroffenen ihr Beileid aus. Der Ministerpräsident der Türkei, Erdogan, besuchte persönlich den Brandort und brachte ein eigenes Team von Experten mit, die bei der Klärung der Ursache des Brandes helfen sollten. Jetzt habe ich einige Fragen. Wo bleiben die Besuche deutscher Politiker in Polen, um der deutschstämmigen Minderheit dort ihr Beileid auszusprechen? Wo bleibt Merkels Besuch in Polen? Und wo bleibt unser Team von Experten, das die polnischen Behörden bei den Ermittlungen unterstützt? Wo bleiben unsere Presseartikel, die eine rasche Aufklärung fordern und über ein politisches Motiv polnischer Rechtsextremer mutmaßen? Nirgends. Denn die deutsche Presse ist eine antideutsche Presse und die deutschen Politiker sind antideutsche Politiker. Es geht immer nur darum, folgendes Dogma zu festigen. Deutsche sind immer Täter, niemals Opfer. Und alles, was diesem Dogma widerspricht, wird schlicht und einfach ausgeblendet. Wenn Nicht-Deutsche Opfer von Deutschen werden, wird damit der Lupe draufgehalten. Wenn Deutsche zu Opfern von Nicht-Deutschen werden, wird das verschwiegen. Und wenn in Ludwigshafen ein Haus abbrennt, verdächtigt man sofort, die bösen rechtsextremen Deutschen das Feuer gelegt zu haben, auch wenn es nicht wirklich einen Indiz dafür gibt. Aber wenn einem deutschen Politiker in Polen, der nachweislich von polnischen Nationalisten angefeindet wurde, die Kehle durchgeschnitten wird, muss das natürlich Zufall sein. Da braucht man keine rasche Aufklärung zu fordern. Da braucht man nicht polnische Rechtsextreme zu verdächtigen. Denn auch die Polen waren ja schon immer Opfer
und der Deutsche war schon immer Täter. Folgendes ist noch zu beachten. Warschau fürchtet sich vor separatistischen Bestrebungen in Oberschlesien. Die Stimmen, die sich für eine Autonomie Oberschlesiens aussprechen, werden mehr, wenn diese auch nicht annähernd die politische Kraft wie jene in Südtirol haben. Dass hier ein Exempel statuiert wurde, ist durchaus denkbar. Dass die Verbrecher, die uns beherrschen, nicht einen Finger krumm machen, die deutsche Minderheit in Polen irgendwie, zumindest moralisch, zu unterstützen, versteht sich von selbst. Ich werde diesen Wunsch nach Autonomie deutscher Minderheiten im Ausland, wo sie auch sein mögen, jedenfalls immer unterstützen. Und damit lasst uns auseinandergehen.